Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir eine epische Schlacht gegen eine Blähfliege geführt. Okay. Auf dem Weg hierhin habe ich schon wieder eine Quest bekommen. Ich soll die Bobroff-Brüder finden. Ja, Ich interessant. erkenne dich nicht. Kann Und ich was ja. für dich tun? Was? Erinnerst du dich nicht mehr? Nein, irgendwie nicht. Brauchtest du etwas aus dem Science Center? Ja, ich habe diese Blähfliegendrüse. Du hast danach gefragt. Ach ja, losgeschickt. Na klar, toll. Ich nehme das mal an mich. Diese Drüsen sind definitiv ein Ergebnis der Anpassung an radioaktive Strahlen. Vergisst du mich? Ja, Haben sich hallo? unsere Innereien ja Kann man auch so ein Gesicht wie angepasst? meins vergessen? Wäre doch toll. Hier, eine kleine Belohnung für meinen neuen Assistenten. Ja, jetzt weißt du wieder, dass ich ein Assistent bin. Hey, Dr. Duff. Da ist ja mein Hilfswissenschaftler. Ich hoffe, du setzt deine biologische Feldforschung fort. Wusstest du, dass man nie eine basische mit einer sauren Verbindung mischen sollte? Ich habe dadurch mal Okay. meine Augenbrauen verloren. Ich dachte, wir können die anderen Dinge auch noch Dr. machen. Duff? Anscheinend Die nicht. Atomkraft hat die Welt vernichtet. Aber ohne sie hätte Diamond City keinen Strom. Hört. Professor Scarra. Entgegen meiner Empfehlung gestattet die Stadt jedem, unsere Ausrüstung zu benutzen. Also, bedien dich. Hä? Ach so, mit Ausrüstung meinst du hier Dingens? Na, habe ich aber gerade nichts. Oh, dann sind wir ja fertig anscheinend. Ich dachte, wir können jetzt für jeden Strahlungstypen hier irgendwie eine Mission machen, aber okay. Was soll's? Wir haben endlich wieder Level 19 erreicht. Gut, ne? So, und ich soll die Bobroff-Brüder treffen, hat mir irgendjemand gesagt. Ich weiß zwar nicht wer, aber ich hab's gehört. Und da drinne. Ich war doch da drinne. Also vollkommen umsonst schon wieder mit da reingegangen. Ne, hätte ich das ein bisschen früher bekommen, dann hätte ich nicht Zeit verschwendet beim ersten Besuch hier. Gähn. Na gut. Warst du schon mal in den Stands? Sagen wir einfach, die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Was? Du bist wieder rausgegangen. Du hast einen wunderbaren Knochenbau. Komm doch mal im Muss mich raten. Die Person, die der sprechen soll, ist wieder rausgegangen, ne? Hi. Also, oh, das ist wieder. Begonnen. Was? Ich habe eine Mission bekommen. Sprich mit dem Bob. Was? Boah, ich auch. Boah, ist schon wieder da rein. Könnt mich doch mal. Boah. Wenn ich jetzt wieder raus muss, ne? Ich schwör bei Gott. Hör einfach auf, okay? Wir haben unsere eigenen Probleme. Ich nehme deine Bestellung auf, wenn du soweit bist. Wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobroff-Brüdern. Vadim Bobroff ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Jetzt nicht. In Ordnung. Jetzt was nicht. Ja. Hi. Okay, kommen wir zur Sache. Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Ich helfe gerne. Okay. Also, Travis muss an sich glauben, ja? Daran glauben, dass mehr in ihm steckt. Weißt du, was das super funktioniert? Eine Kneipenschlägerei. Warst du schon mal bei einer dabei? Ich kann mich schon behaupten, wenn es das ist, was du meinst. Das ist genau richtig. Ich will, dass du Travis bei seinem ersten Kampf unterstützt. Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das Soll gut? mich vermöbeln lassen oder was?
Ich bin dabei. Wann fangen wir an? Warum nicht so schnell wie möglich? Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Mit meinem Charisma hat immer du und glänzt. Sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Und dann baller ich den Kopf weg, ne? Ganz einfach, oder? Ich habe alles für 6 Uhr vorbereitet. Dann sollte Travis hier sein. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Versprochen. Okay. Später mal jetzt. Ich möchte wahrscheinlich hier warten auf so einen Stuhl, ne? Kann jetzt nicht mehr überall warten. Ja, die synthetische Wahl von Pepper Wright. Nun, wir alle essen sie. Ach so, das haben wir doch schon. Okay, dann warten wir aber bis 18 Uhr. Naja, das ist ja nicht. Ich habe schon immer so ein Durcheinander mit AM, PM. Bis mal wissen, wofür das steht. Ja, müsst ihr jetzt hier. Ja, das sieht doch nach 18 Uhr aus. Das sieht schon so aus, ne? Soll mich hier treffen, ne? Oh, da ist er ja. Hallo, Person, die ich nicht kenne. Okay, Schlägerei. Also nehme ich mal an. Ich sollte meine Waffe hier wegstecken. Okay. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Travis. Hey, ich meine, hi. Mal wieder. Der Typ aus dem Radio. Hi. Hi. So, okay. Hi. Boah. Echt. Hey, ich will keine Schwierigkeiten. Vielleicht gefällt mir dein kleines Radioprogramm nicht. Was sagst du jetzt? Genau. Hey, Kumpel. Oh, was ist los? Du bist... kein so harter Kerl mehr, wenn du nicht mehr auf Sendung bist, was? Der war schon mal ein harter Kerl. Die ganze Situation riecht nach Ärger. Ich hab damit nicht angefangen. Ich weiß... Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Dann lass uns das in die Hand nehmen. Nein, nein, das könnte böse enden. Bei den Männern könnte das, nun, es könnte zu Gewalt führen. Keine Sorge, ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Oh. Okay. Das reicht. Entschuldigung, hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe! Los, das wolltest du mir drohen? Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Sicherheit! Licht töten, ey. Alles ruhig. Komm her, Schwarz. Au. Hast du noch HP? Ich sehe das nicht. Hilfe! Sicherheit! Wo ist die Sicherheit?
Ah, so wie in Skyrim. Ich bekomme gar keinen Schaden. Okay, ich wollte schon sagen. Verschwinde. Was? Hey, Travis. Das ist eine dermaßen schlechte Idee. Ja, hallo? Hey. Oh, Himmel, mein Kiefer. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Ich werde wiederkommen. Das ist noch nicht vorbei, hörst du? Na, super. Ja, schön Blut muss jetzt weg, Mann. Wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Dreh brauchst. Ja. Ich mach nicht. Okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Ja. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Ich kann's nicht glauben. Du hattest recht. Oh, ich muss mich um jede Menge Sachen kümmern. Ich bin dir echt unendlich dankbar. So. Das lief doch gut. Ja. Kauf, was du brauchst, verkauf dein übriges Zeug. Hey, Vadim. Das lief doch gut. Mein Gott, was ist mit euch, Leuten? Das lief doch gut. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Was? Es geht nicht wieder ums Kämpfen, oder? Nein, nein. Dieser Teil ist ganz einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Optimalen Überredungskünsten, ne? Oh, das würde seinem Selbstvertrauen sicher gut tun. Zumindest solange es nicht ganz fürchterlich in die Hose geht. Hab Vertrauen. Es wird funktionieren, glaub mir. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Ja, ja. Ja, wo ist denn die? Wo ist denn die? Die war doch sonst immer hier. Sag nicht wieder out zu einer bestimmten Zeit. Ich bin zwar Arzt, aber ich habe doch ein kleines Laster. Ein schneller Drink nach der Arbeit. Wenn ich mir aber irgendwas so rein, was mir Charisma gibt, würde ich sagen. Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City Sicherheit... Ich mir vorstellen kann, dass ich irgendwie Überredungskünste brauche. Ich habe gehört, dass du verdammt viele Fragen in der Stadt stellst. Haben wir jetzt zwei Detektive in deinem Zimmer? Wann habe ich denn hier mal Fragen gestellt? Na, ich mach mal Quick Saven. Bernare sahen irgendwie komisch aus, oder habe ich mir das nur eingebildet? Da gibt mir irgendwas Charisma. Warte mal, Whisky und alles was, ne? Ja, hätte ich vielleicht früher. Ja, was soll's. Miss? Ich mach grad Pause. Eigentlich wollte ich auch mit dir über Travis reden, wenn du kurz Zeit hast. Travis? Hat er was über mich gesagt? Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen.
Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Warum bist du so nervös? Was soll denn schon groß passieren? Glaub mir, ich kann mir da schon einige ziemlich schlimme Dinge vorstellen. Hey, ich bin einfach noch nicht bereit dazu, okay? Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Danke. Ich geh gleich zu ihm rüber. Danke. Weil nicht hat doch mal geklappt, wieder. So, wieder zurück. Ich soll nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. So, und wieder da rein. So, was noch? Und den Typen eine eigene Villa besorgen. Eine eigene Radiosendung. Ups. Brauchst du neue Kleidung? Dann schau mal bei Fallons Keller vorbei. Was soll ich denn jetzt mit dir reden? Hey, Jeffin. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht. Und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Ich verstehe dich nicht. Was? Immer mit der Ruhe. Es wird schon wieder. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Sie haben ihn. Im Hintergrund war irgendwie was kaputt. Diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ich hole ihn zurück, Jeffy. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Ja, hier ist jetzt ein bisschen kaputt gegangen. Glaube ich. Oder das hier war auch schon? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwer herauszufinden in einem postapokalyptischen Ödland, wo alles schon kaputt ist. Ob schon irgendwie vorher was kaputt war oder nicht. Ein bisschen schwer herauszufinden. So. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schicksal. Wo wohnt sein, diesen Mini-Dingen hier? DCR. Ah, Diamond City Radio. Ah. Oh Gott. Tu mal wenigstens im Diamond City Sachen erledigen. Hey, hallo, was geht's? Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Jefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Was? Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauch wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Oh. Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Pass auf. Vadim hatte schon früher mit den Typen zu tun. Weshalb sie ihn entführt haben, ist nicht wichtig. Ihn zurückzuholen, aber schon. Du hast recht. Wir müssen ihn zurückholen. Pass auf. Ich habe nicht allzu viele Freunde. Ja, ich werde dein Freund. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Es wird vermutlich gefährlich. Ich schätze, das wird ziemlich übel. Ich bin nicht dumm. Das ist mir schon klar. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ja. Ich besorg mir eine Waffe, wir treffen uns da und dann bringen wir das zu Ende. Ja, ob das eine gute Idee ist, mit dem dahin zu gehen. Ich mach grad Pause. Die ist schon direkt hier. Wer hat die denn hier gemacht, Okay. Beantown Brauerei, Beantown Brauerei. Okay, mal wieder raus hier aus Diamond City. Wir haben ja nichts mehr hier zu tun, ne?
Beantown-Brauerei. Museum der Hexerei müssen wir auch noch hin. Wieder den goldenen Grashüpfer. Oh, wieder hier hin irgendwo. Okay. Gehen wir wieder zu meiner Lieblings-Polizeiwache, wo wir nicht rein können. Und guck mal. Brauerei, da klingt schon wieder nach einem sehr großen Ort. Holla. Auch der ganzen Aufnahmesession werde ich erstmal gucken, ob ich meine Waffen irgendwie so wieder hochballern kann. Aber ich habe wieder so ein paar Orte, die ich nachträglich absuchen kann und vielleicht Sachen finden kann und Waffen aufballern kann. Und ich sollte vielleicht irgendwie gucken, ob ich erstmal. Ich glaube, ich warte erstmal, bis ich Modifikationen und sowas alles hier auf den höchsten Rang habe. So, speichern wir mal hier. So, welche Richtung? Da. So, der Teil, okay. Was? Was? Was ist denn jetzt passiert? Was? Was denn? Was? Was war das denn jetzt? Einfach so ein spontaner Herzinfarkt oder was? Boah. Alter. Was zum Teufel? Kipp da einfach so um. Oh Mann. Jetzt. Was dir schon für ein Scheiß passiert ist. Oh. Dann mal oder so, ne. Was ist da passiert? Ne. Komm schon. Man kann hier überhaupt nicht mehr so gewalttätig das Schloss öffnen, oder? Auch echt. Also hier ist überall Strahlung und so, ne? Ich hab jetzt keine Zeit für sowas. Metallrüstung mit Taschen, irgendwie sowas. Mit Taschen, legierte Metallrüstung. Laufgeschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Ja, noch irgendwas? Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ja. Sonst ist ja nichts mehr. Oh, meine Strahlung, ey. Hilfe. What? Ich nehme an, das ist die Brauerei.
Hält sich da vielleicht auch noch was? Ach. Lassen wir das. Oh, da ist er schon. Was geht ab? Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir... Uns passiert doch nichts, oder? Nein, wir schaffen das schon. Okay. Okay. Gut. Ich meine... Dachte mir definitiv doch, es wird was passieren. Auf jeden Fall. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst. Okay, cool. Dann gehen wir mal da rein. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Also mach dir keine Sorgen. Den Typen bei mir zu haben, ne? Weiß ich nicht. Ist irgendwie komisch. Wahrscheinlich sind hier jetzt 1 Milliarde Leute, ne? Was meinen hier direkt? In der Stadt dauern bis 5 bis 6 Minuten. Gestern haben von unseren erhöhten Sieger einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Brauerei. Es gibt einen Souvenirshop. Oh, Kakerlaken. Was? Nee. Was hoffentlich gutes Zeug dabei. Wachso! Ey, ausgerechnet der, ne? Haut den mal hier volle Möhre weg. Was zum... Oh nein. Nicht. Alter. Das ist jetzt voll der schwache Typ, ne? Und dann guck ich einmal weg, dann suplext der hier so einen Typen einfach so. Alter. Ha. Das finde ich doch ein bisschen unlogisch. Was ist das überhaupt für eine Waffe? Das ist wie so eine Impro-Pistole. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gegner ja so stark sind. Wenn dem weiß ich halt, außerdem kann man von Diamond City Quests noch relativ früh machen, ne? Deswegen. Ja. Kann ich schlecht vorstellen, keiner zu schwer ist. Dann gehen wir noch in den nächsten Raum und dann beenden wir meinen Part. Vor allem, warum sind die Raider? Wer? Wer ist da? Da ist nichts mehr. Komm hin. Nein. Richtig, okay. Okay, ich glaube. Oh, hab ich mich verdammt. Ja, super. Oh Gott. Ja, er hat den fertig gemacht anscheinend. Oh, da ist Pudel. Warte mal aufhören, da die Dinger zu werfen die ganze Zeit. Ich will auch mal da rauskommen. Legendäre Zeitlupe. Boom, boom, geil. Einer.
Er macht ja alle fertig, ne? Travis. Warte mal. Tom der Turm. Hey. Ich kann dich doch. Ich würde sagen, ich beende den Part hier so und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann mitten im Kampf weitermachen. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.